Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medieval Total War. Letzte Folge haben wir Enz überzogen, aber scheiß drauf. Wir sind immer noch hier im Krieg mit Frankreich nach dessen Betrug. Aber es sei mal dahingestellt. Hier unten immer. Dauert es immer noch entlange, bis wir endlich herkommen. Ganz, ganz komisch. Wir sind hier dick im Minus. Ja, weil end viel Sold hier auch. Total viel Armeeunterhalt, obwohl wir es eigentlich gar nicht brauchen. Deswegen fangen wir jetzt mal an hier. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Mein König, eure Befehle? Hier runter zu schicken. Wir müssen die Armee, die wir hier oben haben, alles. Ist alles weg. Reden ist Silber. Kämpfen ist Gold. Euer Wille geschehe. Spanien. Wir müssen etwas zusammen. Hervorragend. Ihr noch etwas genauso Sinnvolles, hoffe ich. Beinahe. Aber nicht ganz. Dann seid ihr einverstanden. Das war ein guter. Ich mit denen nochmal vielleicht ein bisschen besser stellen. Lebt wohl. Korrekt, Portugal zieht ab. Papstwahl, natürlich stimme ich für England. Jawohl. Papst von England, korrekt. Jetzt bin ich mit dem Papst halt easy. Sizilien schwach, Mailand schwach, Dänemark schwach. Kommen hier auf jeden Fall wieder besser jetzt in Fahrt. Wie lautet euer Befehl? Vergesst die Höflichkeit, Männer. Wir zeigen keine Gnade. 600 Männer gegen 52, der sagt 5:3. Ist mir zu viel Risiko, um es automatisch zu entscheiden, deswegen werde ich es austragen. Diese automatischen Entscheidungen sind immer ganz komisch. 52 Leute. Wir wollen 52 Leute, die mich bestellen. Belagerungsgeräte werden automatisch einer eurer Infanterieeinheiten zugewiesen. Diese Einheiten werden mit einem Symbol an ihrer Einheitenkarte markiert, das das entsprechende Belagerungsgerät darstellt. Wenn die Männer das Belagerungsgerät ablegen sollen, klickt auf Belagerungsausrüstung ablegen. Um die Geräte von einer anderen Einheit aufnehmen zu lassen, wählt die Einheit und klickt mit rechts auf das Belagerungsgerät, wenn der Mauszeiger eine Hand darstellt. Klickt mit links auf den Zeigen-Button, um eure Ziele anzeigen zu lassen und euch den Einsatz von... So, hier stürmen wir von der Seite noch an. ...erklären zu lassen. So, die können nämlich nicht auf drei Seiten verteidigen. Haben sie hier die Türme besetzt, ist auch okay. Und hier drüben. Oh, hier drüben haben sie nicht, wa? Stürmen wir mal. Wobei müssen wir nicht stoppen. Wir sind ja jetzt schon gleich hier. Hinlaufen. Dann werden hier die Tore eingerammt. Können wir hier drauf stürmen, sind zwei Leute. Unsere Männer haben das Tor mit dem Rambock erreicht. Der Rambock Zack, hat weg. Arbeit getan. Jetzt ist es Zeit für tapfere Herzen und tapfere Taten. Noch reinrennen. Unsere Soldaten haben heute gezeigt, was sie wert sind. Der feindliche General, dieser Feigling, flieht! Kämpft wacker und brecht den Kampfgeist seiner Armee. Seht! Ich
feige schon rasiert. Zeit, den Angriff voranzutreiben. Jetzt rasieren wir die nochmal weg kurz. Zack, weg. Das ist ein klarer Sieg. Und der Computer rechnet 5-3 Chancen aus. Und Tapferkeit erringen. Das wären eigentlich 10-1 Chancen. Ein überwältigender Sieg. Ausrauben müssen wir gerade aktuell wirklich, weil. Sie sind zerschmettert. Wir haben gesiegt. Haben wir gerade gar keine Chance. Vorwärts. Oh, ich kann ja gar keinen Turm bauen. Oh, direkt wieder zurück. Ja, wir kämpfen nicht mit euch um dieses Gebiet, mein Herr. Jetzt gehen wir einfach wieder zurück. Frankreich kommt. Was wollen die auch im Waffenstillstand? Oh, sehr, sehr gut. Spreche ich in Frieden zu euch. Très bien. Mein Volk und ich werden das nicht vergessen. Noch etwas? Fahrt fort, mon ami. Das kann ich so nicht akzeptieren. Ihre Angebote, Bündnishandelsrechte. Können wir eigentlich schon mal wieder machen. Merci für eure Einwilligung. Très bien, Seigneur. Ich hoffe, ich werde euch wiedersehen. Wir haben denen eine schöne Burg abgeluchst und sind jetzt wieder im Krieg, im Bündnis. Korrekt. Ja. Wie ihr wünscht, Kapitän. Eure Befehle? Frage ich trotzdem hier, was hier Spanien und Portugal vorhaben. Ich bin immer noch im Minus. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ich werde jetzt einfach die hier auflösen. Dann bin ich wahrscheinlich wieder im leichten Plus, genau. Hier meine Armeen, das ist auch okay. Wohin geht es? Ja. Ich verlasse das Schiff. Hier mal abchecken. Ich verschaffe mir einen besseren Überblick. Herr, sehr gerne. Der hat ganz gutes Talent. So. Eure Befehle? Ja, hier chillt mir irgendwie noch ein bisschen. Muss halt jetzt warten. Ja, mein Herr. Diplomat kann mal wieder nach oben laufen. Morgen geht die Reise weiter. Ja. Oh nee, jetzt läuft er echt noch. Dafür, dass sie euch fürchten. Eure Befehle? Vorwärts! Dann sollen wir hier einfach stehen. Ha, Portugal jetzt schon wieder mit mir im Krieg, okay. Ja! Mein König! Ich hoffe jetzt mal, ich kann auf die vertrauen. Abrücken! Und hier abrücken. Wir errichten hier ein Nachtlager. Er nennt uns ein Schlachtfeld. Wir werden kommen und gehen. Ja? Jawohl, der Spion hier. Ja. Gute Arbeit. Genug der Worte. Zieht euer Schwert. Wohin geht es? Macht die Enterhaken bereit, wir greifen an.
Zack, weg mit denen, Alter. Ja, Kapitän. Ich kann leider immer noch nichts großartig rekrutieren. Ja. Ich muss weiterhin darauf hoffen, dass Frankreich zu ihrem Bündnis steht. Mit dem Repräsentanten reden. Mein Herr? Aber ich kann jetzt trotzdem mal wieder hier drauf Kurs legen. Wie ihr wünscht, Kapitän. Werft den Anker. Wir segeln morgen weiter. Mhm. Portugal hier unterwegs. Sie belagern uns. Tötet sie, wenn sie näher kommen. Eure Befehle? Ja, Herr. 5:3. Jetzt probieren wir es einfach. Normaler Sieg, okay. Ja. Der Feind liegt besiegt am Boden. Hier zusammen. Hier zusammen. Männer, marschiert! Hier nochmal zusammenlegen. Wir werden niemals aufgeben. Ja. Eure Befehle? Was wir jetzt auch machen, könnte ich einfach mal hier an der Brücke stehen. Müssen sie nämlich sonst, wenn sie hier rüber wollen, müssen sie hier komplett außenrum. So wie er hier. Muss hier unten die Brücke nehmen, dann hier außenrum irgendwie gehen. Vorwärts! Euer Wille geschehe. Ich sorge dafür, dass wir jetzt machen, ist, er soll hier hingehen. Aufteilen und ausschwärmen. Wir haben gerade so Kohle dafür. Wir werden den Feind als erstes entdecken. Bilde eine Furcht einflößende. Herr. Können wir einfach mal. Ich bewege mich heimlich vor. Hier wieder abchecken. Ich verschaffe mir einen besseren Überblick. Wohin geht es? Die hier die Blockade brechen. Greifen an! Macht die Enterhaken bereit, wir greifen an! Sieg! Ja! Portugal exkommuniziert, korrekt. Greifen an! Again, wir haben jetzt gerade nicht die Mittel, um viel zu machen. Wie kann ich helfen, mein Herr? Gibt es etwas zu besprechen, guter Mann? Mailand, Ungarn. Ja, das scheint. Mal Karteninformationen austauschen, auch immer gut. Ja, ich werde mit Ihrem Repräsentanten reden. Morgen geht die Reise. Ja? Das nervt mich schon wieder ich hier ein bisschen, aber. Mein Freund. Damit muss ich jetzt einfach mal leben. Mein König! Ich habe ja schon durchaus einige Truppen verloren durch die Simulation, aber. So, was soll's. Hm? Kaufmannsgilde, wo? Eher nicht. Bringt mir hier oben nichts. Die Investition ist halt auch ein bisschen schwierig. 1000 Gulden investieren und dann später will ich gar keine aus, hab gar nicht viel davon. Hier machen wir jetzt noch den Schiffsbau. Ich bewege mich heim. 95% Chance und er fällt. Oh mein Gott. Fuckt so ab, Mann. Wie lautet euer Befehl? Bewegung! Ja, führe unsere Armeen zusammen. Wir wünschen euch den Tod, Heide. Jetzt machen wir hier nochmal ein paar. Haben wir zumindest ein bisschen. Zu euren Diensten. Zu euren Diensten. Mhm. Zu meinen Diensten ist immer gut. Wohin geht es? Ja, Kapitän. Werf den Anker. Wir segeln morgen weiter. Mein Herr? Okay. Was möchtet ihr denn mit mir bereden? Karteninformationen austauschen. Damit endet wohl unser Treffen. Beneidet ihr den Feind?
So, hier machen wir wieder ein paar. Die brauchen wir einfach aktuell. Ja! Mach die Enterhaken bereit, wir greifen an! 11 Schiffe gegen 3, es ist eine klare Niederlage. Die Schlacht ist verloren! Rudert um euer Wir haben alle 2 Erfahrungspunkte. Heute können wir nicht kampflos, die einen. Wir euch diese Region nicht überlassen. Ganz, ganz komisch. Kein Wind mehr, Kapitän. Wir segeln morgen weiter. Ganz, ganz komisch. Ich muss trotzdem hier jetzt versuchen, irgendwie nochmal ein bisschen Gegenwehr zu leisten, ein bisschen zu chillen. Wohin geht es? Wie ihr wünscht, Kapitän. Werft den Anker. Wir segeln morgen. Es ist mir eine Ehre. Wir versuchen mal nochmal Karteninformationen mit Mailand auszutauschen. Das können wir so nicht annehmen. Hat euer Anführer noch andere Vorschläge? Lebt wohl, edler Freund. So, was sagt unsere Diplomatie jetzt gerade? Dänemark und Portugal nur noch. England mit Spanien. Frankreich mit Spanien. Okay, jetzt werde ich hier wieder blockiert. Entdeckergilde. Habe ich nicht mal die Kohle für. Mein Herr? Wenn ihr uns loswerden wollt, müsst ihr etwas machen. Ja, mein Herr. Greifen an. Beneidet ihr den Feind? Oh, 3 Kriegsgalernen, das wird auf jeden Fall hart. Überdenkt ihr den Kurs bitte noch einmal, mein Herr. So, alles Weitere würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge und bis dahin, haut rein, ciao, ciao.